FIFA is doing badly. Der FIFA geht es schlecht. Sie hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Ständig ist die FIFA unter Verdacht, verstrickt in Interessenkonflikte, Vetternwirtschaft und Korruption. Die FIFA hat der Zukunft den Rücken zugekehrt. FIFA has to change with the times. It has to become more transparent. Die FIFA muss sich von Zeit zu Zeit verändern. Sie muss transparenter werden. Sie muss den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden. Ich habe nichts gegen Herrn Blatter. Eigentlich mag ich ihn als Mensch sogar sehr. Aber wie auch immer, jemand, der eine Organisation für so viele Jahre geführt hat, der die Personifizierung des schlechten Images ist, derjenige kann nicht das Gesicht der Modernisierung der FIFA sein. Ich glaube, die Entwicklung des Fußballs in der Welt würde schneller gehen, wenn wir eine größere WM veranstalten würden. Der Wettbewerb sollte proportional mit mehr Ländern außerhalb Europas erweitert werden. Denn ein WM-Start beschleunigt die Entwicklung und Popularität des Fußballs in allen teilnehmenden Ländern. Es sollte so viel Geld wie möglich für den Fußball an sich investiert werden und so wenig wie möglich für Nebensächlichkeiten. Im letzten Jahr wurden unglaubliche 20 Millionen Euro ausgegeben für einen FIFA-Film. 20 Millionen Euro. Das Geld gehört den Fußballverbänden und genau dort sollte es investiert werden.